Moin Moin, hier ist Dangelos. Willkommen zurück in Memphis und Assassin's Creed geht weiter mit Bayek. Wir sind fast fertig in der Stadt. Eine einzige Aufgabe haben wir hier noch in Memphis. Gut, die mir jetzt angezeigt wird. Wer weiß, vielleicht erscheinen danach noch irgendwelche Folgesachen. Ich glaube aber nicht. Ich denke, das wird die letzte sein, die wir hier noch in der Stadt machen müssen. Dann haben wir sie befreit, gesäubert, aufgeräumt. Königin ist ja auch schon lange weg. So, gucken wir mal, wie es geht. Es sind Straßenkinder. Hat was mit Straßenkinder zu tun. Die Quest. Ja, wenn euch die Folge am Ende gefallen sollte, vielleicht besteht eine kleine Chance, euch hier zu unterhalten mit dem Video, dann könnt ihr es gerne unterstützen mit einem Daumen nach oben. Halten wir mal hier durch. Ah, ich kletter da mal. Ho, 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 ho. Ja, fast Weihnachten. Oder, keine Ahnung, wann das Video hier kommt. Yep. So, wo sind die Straßenkinder? Ah, hier. Hey! Dieb! Du Dieb! Ein Dieb! Ein Dieb! Magi! Ja! Fang diesen kleinen Tun nicht gut ein! Bin dabei! Je weiter du rennst, desto schlimmer wird es dir ergehen! Leider kann ich nicht schießen, sonst wäre er viel schneller weg. Vielleicht nur ins Knie, damit er nicht mehr laufen kann. Magi sollte aber schneller sein. Haha, sehr witzig. Wie kann ein so kleines Kind so schnell rennen? Wow, Gegner. Helf mir mal hier drüben. Immer feste drauf. Hat er mich hier in die Falle gelockt? Ich hätte das Kind gekriegt, ey. Ein kleiner Pfeil ins Bein. Mach ihm die Zähne aus. Hätte noch nicht einmal tödlich geendet. Das hätte er überlebt. Geschafft. Ich wusste es. Ich wusste es? Du kleiner Scheißer. Hast du mich hierher gebracht, um diese Banditen loszuwerden? Klar doch. Ich bin schrecklich schlau. Das sagen alle. Wie konnte ein so schlauer Junge wie du für Banditen arbeiten? Ich arbeite nicht für sie. Diese fiese Alte hat ein paar von uns eingesperrt. Sie zwingt uns, für sie zu stehlen. Eingesperrt? Ja, meine Schwester wollte uns retten. Und ich sollte sie in der Werft am Fluss treffen. Aber sie ist nicht gekommen. Suchst du nach ihr? Ich stehle dir einen Apfel. Du brauchst mich nicht zu bezahlen. Ich helfe kostenlos. Wie heißt deine Schwester? Kavit. Und ich Ifri. Wenn du sie findest, sag ihr, dass ich sauer bin. Okay. Die fiese Alte. Steckt also eine fiese Alte hinter der ganzen Sache. Aber nächstes Mal ein kleinen Pfeil mitten ins Bein. Das heilt wieder. Aber er kann da nicht mehr laufen. Ja. Hier komme ich doch gerade her. Also, hier habe ich doch gestartet. Hier ist die Schiffswerft. Ja, das Schiff hier, was hier liegt, das braucht auch echt mal wieder eine Rundum-Erneuerung. Untersuchungsort betreten. Dieses Schiff segelt so schnell nicht los. Nee. Ganz und gar nicht. Untersuchungsort da unten drin. Aha. Ah, das Schiff war im Trockendock, als es Feuer fing. Ach so. Ölspuren. Brandstiftung. Ein Ölhändler. Hat er Kavit gesehen? Schauen wir mal. Das ist der Mast des verbrannten Schiffs. Ein buntes Segel. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Buntes Segel? Komisch. Sie hatten die Kinder eingesperrt. Ah. Ein Arbeitsschiff für Kinder mit bunten Segeln, um die da rauf zu locken. Ölverkäufer? Nee, ist er nicht. Ist er gar nicht. Das da ist der. Der hier. Wer meine Töpfe zertrümmert, den zertrümmere ich. Kopfnuss oder was? Bleib bloß weg, oder ich schlag dir die Zähne aus. Ganz ruhig. Hast du gestern ein junges Mädchen bei der Werft gesehen? Ich sehe sehr viele Mädchen. Meistens lohnt sich kein zweiter Blick. Sie würden wohl dasselbe von dir sagen. Falls du von mir Informationen willst, hat sich der Preis damit verdreifacht. Lieber werfe ich meinen Geldbeutel in den Fluss.
Man muss ihn anders zum Reden bringen können. Was ein fieser Typ, ey. Anders zum Reden bringen? Vielleicht kann ich hier seine Krüge zerstören. Halt, du Grobian! Ich rede ja! Jetzt bin ich aber versaut mit Öl. Bei den Gliedern des Osiris, du bist grausam! Was war mit dem Mädchen? Bei meinem zweiten Blick hat sie gerade meinen größten Krug mit Öl gestohlen. Sie verschwand damit geschwind wie ein Dämon. Bei meiner Rückkehr zerschlugen einige Rüpel gerade meine Ware. Möge euer ganzer Haufen doch einfach im Nil versinken. Warum nicht gleich so? Ich verstehe, was hier los war. Zuerst große Fresse und dann, ne? Zieht er den Schwanz ein. Er stahl diesem blöden Händler einen Krug Öl und versteckte sich bis abends. Im Schutz der Nacht verteilte sie das Öl auf dem Schiff und zündete es an. Das Feuer erfasste das ganze Schiff. Während das Schiff brannte, befreite Kavit die gefangenen Kinder im Hafen, aber die Banditen haben sie wohl erwischt. Wem auch immer das Schiff gehört, war für die Entführungen verantwortlich. Gut kombiniert, Sherlock. Da geht's long. Long. Da long. Da lang. Was ist denn da hinten? Außerhalb der Stadt. Das Schiff da. Sendorufen. Ah, da haben wir ein Lager. Ein verstecktes Kind. Und da ist das bunte Segel. Jetzt in diesem Rückblick sah die aber nicht mehr so klein aus. Scheint die ältere Schwester zu sein. Okay, ich bin da. Die Banditen suchen nach dem Kind. Aha. Sie ist also noch auf der Flucht. Hey. Da haben wir einen. Der kommt schon mal her. Was? Was? Oh. Hey, wer war das? Stirb. Kein Alarm. Der andere soll mal noch herkommen. Dann kann ich die beide ausschalten. Ich laufe mal ein bisschen hierher. Wo ist der zweite jetzt? Bin in Reichweite. Ah, okay. Dankeschön. So, kann ich nämlich beide ausschalten wenigstens. Ja, toll. Wo schmeißt du denn das Schwert hin, ey? Triffst mich hier nicht. Da bist du ja! Ja. Ich muss mit dem Kind reden. Auf dem Boot noch. Aber Wachen sind keine mehr da. Gut. Habe ich noch Pfeile voll? Alles voll. Da ist sie ja. Dein Bruder schickt mich. Wo ist Kavit? Sie und die anderen wurden in ein Haus in der Stadt gebracht. Es gehört einer reichen Frau namens Gaia. Es ist beim Hathor-Tempel. Wirst du meine Familie retten? Bei der Göttermutter. Ja. Okay. Na, hier ist sie doch jetzt kleiner. Also in diesen Szenen, wo das Boot da angebrannt wird, da diese Rückblickdinger, sah die echt größer aus als die anderen Kinder. Okay, eine Frau namens Gaia, das ist wahrscheinlich die alte, fiese alte. Das ist mein Garmel. Wo kommst du denn her? So. Gaia, also auch bestimmt eine Griechin. Ist Gaia sogar auch ein griechischer Name auch. Boah, es gab auch Römerfrauen, die auch mal Gaia hießen. Oh. Okay. Da oben. Gucken wir mal, ob wir da noch ein paar Kinder befreien können. Die entführt einfach Straßenkinder und lässt sie dann für sich schuften. Billige Arbeitskräfte, ja, aber fies für die Kinder natürlich. Die wird ihr blaues Wunder erleben, wenn ich da bin. Hier war doch eine Treppe, hier gehe ich hier hoch. Hat die Wachen zu Hause? Oder kann ich hier gleich sofort die Tür eintreten?
Nö, kann ich nicht. Kann ich nicht. Aber hier durch die Gassen komme ich auch nicht. Hey, was? Oh, hier sind Wachen. Habe ich es noch geschafft? Stirb endlich! Nein. Wie ist der denn da hochgesprungen gerade? Wo ist er denn? Vor allen Dingen, ich hab noch geschlagen. Was er immer für ein Kasper ist, ey. Hm? Kommt einer von oben? Ah ja. Friss das, du Ratte! Ich reiß dir die Eingeweide raus! Hey! Noch einer! Ich bring dich um! Jawohl! Schild wegschlagen, eine Kombo und dann ist er Geschichte! Warum hatte die Wache diesen Schlüssel? Er muss etwas Wichtiges öffnen. Okay, wahrscheinlich unten im Keller. Was? Oh, hier sind noch mehr Wachen. Hey, was? Hast du davon? Geht's drin im Haus runter oder so? Hier geht's doch nur hoch. Immer noch nicht, wie ich da runterkomme. Also hier, die ganzen Türen sind geschlossen. Ah, hier geht's runter. Haha! Jetzt habe ich's gefunden. Hier drüben! Bin ja da! Mach die Tür auf! Ja, ja. Gut, dass ich den Schlüssel schon habe. Oh, das war eine ältere Frau. Lebe ewig. Schickt Neff dich? Nein, der junge Ifri. Wo ist er? Wie meinst du das? Ich bin dir hierher gefolgt. Bring Matt hier heim. Los. Sie hat das Boot angebrannt. Warum gehst du nicht mit ihnen? Ich spüre die Schlampe auf, die meiner Familie das angetan hat. Wenn du mir dabei helfen willst, triff mich beim Haus von Neff. Ja. Okay, 3300 Erfahrungspunkte. Und es gibt eine Folgequest. Da kann ich sie bei einem Haus treffen. Aber siehst du, das ist die Dame, die das Boot angebrannt hat. Habe ich doch gesagt, die sah da älter aus. Das Kind, was ich dann da verfolgt habe, war einer aus den Käfigen. Okay. Dann schauen wir auf die Karte. Folgequest. Da vorne. Mortem Romanum? Stufe 30 ist das. Mortem Romanum? Ist ein Gaia, denn es ist wahrscheinlich doch keine Griechin, sondern eine römische Frau. Es ist noch in Memphis. Memphis. Stufe 30. Eigentlich wollte ich ja immer der Reihenfolge macht, die Quests machen, weil wir hier 23 und sowas noch haben. Aber wenn ich das noch machen kann, um die Stadt fertig zu haben, weil es ist immer blöd, wenn man jetzt mit der Questreihe so anfängt, dann bist du da so drin im Thema. Und dann machst du danach dann wieder 10 andere Quests und kommst dann, keine Ahnung, nach wie vielen Stunden nie wieder her. Mache ich das jetzt mal. Also es ist ja nicht so, dass ich von den Level her zu niedrig bin. Ich bin ja 30, ne? Okay. Oh, was ist denn hier passiert? Gehört das wirklich noch dazu? Ja, doch, die Kinder sind auch da. Wie hässlich, sie vor den Kleinen zu töten. Was war los hier? Hallo? Da ist er. Ja. Wer war er? Neff. Wir Kinder nannten ihn Vater. Das ist sein Haus. Das ist sein Haus. Du bist verletzt. Darauf scheiß ich. Die römische Hexe, die das getan hat, fährt heute mit dem Boot nach Alexandria. Hilf mir, sie stückchenweise an die Krokodile zu verfüttern. Ich gehe auch allein. Du brauchst nicht noch mehr Blut vergießen. Ich tue das selbst. Wäre es das denn wert, die Kinder ohne Schutz zu lassen? Zerstöre ihre Namen, Bayek von Siva.
Eile ist geboten. Sonst flieht dieses Monstrum noch. Okay. Wow, 600 Meter? Das ist aber ganz schön Senu weg. Senu findet ein Schiff mit bunten Segeln schneller als ich. Ich kann die Karte nicht aufmachen, doch jetzt schon. Da hinten schon, ey. Will nach Alexandria. Ich mache mal die Schnellreise dahin, bin ich doch viel dichter dran. Okay. Könnte vielleicht jetzt ein bisschen riskanter werden, weil die Gegner jetzt natürlich auch Richtung Level 30 gehen. Aber es ist direkte Folgequest. Ich mache die lieber jetzt als Stunden später noch, wo keiner dann mehr genau weiß, worum es ging. Von den Zuschauern vielleicht. Wollte sie hier noch ihre Spuren verwischen, bevor sie da abhaut nach Alexandria? Senu rufen. Oh, das Boot natürlich da. Okay. Sind davon hier nur 100 Meter? Komme ich hier runtergesprungen auch? So, dann wollen wir mal. Finde und eliminiere Gaia. Ihr Schiff fährt auf dem Nil zwischen Memphis und Alexandria. Mortem Romanum heißt die Quest. So, da bin ich da. Da sind auf jeden Fall ein paar Wachen da vorne. Dann kann ich von hier ausschalten. Mist! Hier gibt's Ärger! Alarm! Den zweiten auch noch. Wir müssen aufholen. Schon mal zwei Level 30 Wachen weg. Hab ich dich! Da ist Gaia. Ich reiß dir die Eingeweide raus! Selbst der stirbt mit einem Schlag. Obwohl die gleiches Level haben wie ich. Ich meine, ich bin auch 30. So, Gaia. Soll ich die wirklich so... Sie ist nicht mehr bewaffnet oder so. Aber okay. Bam. Kavit hatte ihre Rache. Das sollte sie besänftigen. Hoffen wir mal. Ein Fähigkeitspunkt. Schaden und Gesundheit erhöht. Bin ich ja schon Level 31? Dieser Ort wird schwer bewacht. Aber sonst hat das Boot hier nichts Besonderes an Sachen dran. Fiese Sau. Und das ist das bunte Segel. Okay, ich dachte, man hat noch vielleicht ein Gespräch mit der Gaia oder so. Nö. Einfach eine Schelle und dann ist das Ding ausgeschaltet. Krokodil ist es. So. Ist natürlich die Frage, ob das jetzt war. In Alexandria, in Memphis, sorry. Ja, sieht so aus. Keine weitere Quest, die hier noch aufgepoppt ist. Okay, dann haben wir hier, die Quest ist denn, hier geht's mit der 25er weiter. Vorher mache ich da mal die neuen, die ich da gefunden habe. Kein Gespräch mehr mit Aya. Sie konnte vor ihrem Tod nichts mehr sagen. Hat sie wahrscheinlich auch nicht verdient. So, drei Punkte habe ich da und kann jetzt hier das Kettenattentat lernen, was ich ja unbedingt haben wollte. Einen mit Dreieck töten und dann Dreieck nochmal drücken, um auch eine Wurfwaffe noch auf mein weiteres Ziel zu werfen. So, das habe ich auch. Könnte ich hier noch einen Punkt in Meisterjäger reinmachen demnächst. Oder halt hier mal die Seite ein bisschen nehmen mit hier verbessertes Angebot bei Händlern und so. Jetzt ist einfach nur... So Kleinigkeiten noch nachholen. Die wichtigen Sachen, die ich für mich haben wollte, die habe ich alle. Kettenattentat, okay. So, dann gehen wir mal Richtung neue Quests hier. Hier oben. Da könnte ich schon hinreisen. Müsste ich aber hier durch die ganzen Berge reisen, aber ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um hier an die Dinger ranzukommen. Alles für 23, ne? Ja, 23 und der hier war 24. Schauen wir mal. Und bei dieser Pyramide, da war ich mir auch noch nicht sicher, ob da vielleicht nicht sogar ein Grab unter ist. Könnt ihr eigentlich jetzt mal hingucken, wenn ich eh gerade hier eine Schnellreise hinmache.
Meistens sind es die Fragezeichen, die dicht an der Pyramide sind. Ja, waren, also jedenfalls in Gizeh waren das ja alles Gräber. Straßenkinder in Memphis auch wieder sicher. Die können wieder für sich selbst klauen und nicht mehr für irgendwelche Leute. So, da bin ich angekommen. Hier, das Grab, das da könnte doch ein Grabeingang sein, oder das? Hier haben wir auf jeden Fall Schatz, ein Schatz. So, schau ich mal. Gut, dass man hier keinen Schaden kriegt. So kommt man nämlich doch schneller noch von der Pyramide runter. Die ist ja nicht so zum Runterrutschen geeignet und auch nicht für den Todessprung geeignet. Das ist unterirdisch. Da musst du erstmal reinkommen. Wahrscheinlich ist hier vielleicht irgendwo... Ah, da. Ein Eingang. Und da haben wir Schätze, mehrere. Ruht sich aus. Wer ruht sich denn da aus? Die Tiere wahrscheinlich. Na, hier ist ein Deck. Eine Decke. Aber das ist, hier geht's doch runter, oder? Ja. Jawohl, entdeckt, neuer Ort. Siehst du, Grabmal. Das ist das Grabmal von Djoser. Finde die antike Tafel. Ha. Siehste? Vermutung wieder richtig gewesen hier. Na dann, schauen wir mal. Okay, da ist eine Tür hinter. Und ein Text. Auf dass wir nie wieder die Fluten erleiden müssen, welche die Hungersnot brachten, hat der Händler Hanno sein Getreidesäcke hier platziert. Es ist genug, um 100 Laibe Brot mit 20 Peso und 10 Kannen Dattelmalzbier mit 4 Peso herzustellen. Dattelmalzbier? Boah. Klingt ja schon beim Zuhören ekelhaft. Okay, da muss ich von der anderen Seite hin. Da steht ein Regal im Weg, was ich wegschieben muss, sonst komme ich da nicht durch. Ähnlich wie hier. Ah, hier geht's aber runter. Gibt also hier wieder einen Fähigkeitspunkt. Das ist natürlich immer super bei den Gräbern. Mit den Steintafeln. Okay, da geht's noch lang. Und hier auch. Ein versteckter Spalt. Hinter Spinnenweben. Ah, hier. Das kann ich auch wieder wegschieben. Ja, das reicht. Was haben wir hier auf der Seite noch? Das ist eine Zellentür. Oder Gittertür. Da ist ein Schatz. Da komme ich aber noch nicht durch. Nichts mehr zum Plündern. Da drin ist auf jeden Fall ein schöner... Guck mal, da haben wir Glitzerdings. Da haben wir noch einen Text zum Lesen. Wie komme ich denn da rein? Und hier ist eher nichts. War ich hier nicht eben auf der Seite? Nö. Sieht alles so gleich aus. Ah, noch eine Kiste. So. Wie sehen die Wände hier aus? Nichts brüchig oder so? Hm. Die kann ich auch nicht ziehen, die Regale. Ah, schau mal an. Einfach mal die Krüge zerkloppen. Ein Durchgang auf dem Boden. Okay.
Kohlenstoffkristall. Ich glaube, jetzt kriege ich sogar ein Update. Ja. Oh, großer und glorreicher Chnum. Ich, dein demütiger Diener Diosea, opfer dir diese Votivgaben. Votivgaben, oh ja. Auf das du auf uns lächelst und die siebenjährige Hungersnot beendest, die unser Land heimsucht. Na dann. So, war aber natürlich noch nicht die Steintafel. Hier komme ich her. Da, hier war ich noch nicht. Ah, das sieht doch schon mal besser aus hier. Größerer Ort. Imhotep, der in Frieden kommt. Kanzler des Königs von Unterägypten, Arzt, Erster nach dem König von Oberägypten, Verwalter des großen Palastes, Mitglied der Elite, Hohepriester von Heliopolis, Baumeister, Vorsteher der Werft und Hersteller von Gefäßen, geehrt im Tod wie im Leben. Der gute Imhotep, den kennen wir noch aus den Filmen, die Mumie, die ist auch Imhotep. Imhotep. Mach mal hier die Dinger an. Kann man noch ein bisschen besser sehen. Da ist auf jeden Fall ein Spalt im Fels zum Gegenkloppen. Sonst haben wir hier nichts mehr. Hier kann ich auch durch, glaube ich. Ja, hau weg. Doch nicht. Ein bisschen abgebröckelt ist es ja. Sieht halt genauso aus wie hier. Hier steht der Text mit bröckelnden Mauer dran. Und da nicht. Na denn. Oh. Der Weg ist gekachelt. Oh, Schlange, Schlange, Schlange. Ey, immer diese Kackviecher hinter den Krügen, ey. Beißen dich dann immer sofort. Oh, Doppelschwerter. Die sehen ja hässlich aus. Wo bin ich jetzt? Das hier könnte doch auch der Weg sein, wo ich auf der anderen Seite war, oder? Ich kann das gar nicht richtig so schieben. Ah, ich hätte da wahrscheinlich die Krüge zerbämmen sollen. Ja, schmeiß halt die Axt, die Dings dahin. So. Jetzt sind die Krüge weg. Jetzt könnte ich das wahrscheinlich schieben. Ja. So. Ah. Noch mehr Doppelschwerter. Und hier wieder so eine Tür. Da haben wir noch weitere Texte dahinter. Ich glaube, hier war nichts mehr, ne. Auch nicht dahinter. Das ist aber bisher echt ein großes... Ah, Schlange! Ein großes Grab. Grabmal. Also kann man die Schlangen auch gleich ein bisschen anbraten. Dann sind die viel, viel knuspriger als ohne. Mann, ist es hier vollgestellt. Mit Schund. Ah, guck mal hier. Wieder toll. Dankeschön. Kein Durchgang. Da ist sie. Ich habe sie gefunden. Dann sagte seine Majestät Cheops, der König von Ober- und Unterägypten, opfert 1000 Laibe Brot, 100 Kannen Bier, einen Ochsen und 2 Kugeln Weihrauch für Djoser, den rechtmäßigen König von Ober- und Unterägypten, und gibt einen Kuchen, eine Kanne Bier, eine große Portion Fleisch und eine Kugel Weihrauch dem obersten Vorlesepriester, da mir seine Gelehrigkeit ein Beispiel war.
Na dann. Ihr habt aber echt viel, viel mit euren ganzen Geopfere, ey. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Und der Fähigkeitspunkt. So, da habe ich das Grab auch abgeschlossen. Was haben wir denn hier? Die Besenkammer. Und seine Erleuchtheit beauftragte Imhotep, ihm ein Heim für das Nachleben zu errichten. Und Imhotep sagte, es soll deine Herrlichkeit repräsentieren und als Zeichen deiner Größe die Zeitalter überdauern. Er nahm 20.000 Männer und sagte, Tod sende ihm eine Vision, wo ich eine Mastaba errichten soll, die größer ist als alle anderen. Und das Volk sagte, wir geben dir alles, was du brauchst, um unseren großen Vater zu ehren. Imhotep. So, und wie komme ich hier wieder raus? Ah, hier war ich auf der anderen Seite. Das habe ich geplündert. Hallo? Hier ist nichts mehr. Kann man die nicht... Auf der Seite war ich. Da ist die weiße Kiste. Die habe ich schon geöffnet. Ich dachte, ich komme hier vielleicht irgendwie wieder raus. Ohne, dass ich wieder den ganzen Weg zurückrennen muss. Oben vielleicht? Weil das ist ja auch echt eine blöde Kammer. Da sind nur Teppiche drin. Nö, hab alles erreicht. Alles erreicht. Ich wollte jetzt nicht... Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte nicht meditieren. Weil man hier unten ja sowieso nichts sieht. Geht das Licht auch wieder an? Habe ich es kaputt gemacht. So. Licht geht nicht wieder an, weil ich drin meditiert habe. Ich mache die Schnellreise hier raus. Und dann haben wir das Grab von Djoser nämlich komplett leer geplündert. Die Steintafel gefunden und auch den Fähigkeitspunkt mitgenommen. Sehr schön. Das war echt großes Ding mit vielen, vielen, vielen Wegen. Nicht so schlecht. So, dann geht es aber in der nächsten Folge weiter. Ich habe dann auch noch einen Kohlenstoffdings und kann meine Ausrüstung verbessern. Das mache ich dann auch im nächsten Video. Und dann mache ich hier auch wieder das Licht an. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen haben sollte, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sage ich wie immer, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.